Einstein, tatsächlich, hallo liebe Freunde. Ja, ihr habt richtig gelesen, soeben gab es wieder mal eine riesengroße Ankündigung von Minecraft für das 1.20 Update. In diesem Update werden wir ebenfalls ein brandneues Biom in der Oberwelt bekommen. Und zwar das sogenannte Cherry Blossom Biome oder auch Kirschblütenbaumbiom oder vielleicht auch Sakura Baumbiom genannt oder wie man das Ganze auch immer nennen möchte. Und dieser Traum eines Bioms wird schon im morgigen Snapshot zusammen mit Sniffer und Archaeology dabei sein. Wahnsinn! Alles Wichtige zu dieser Neuigkeit und mehr gibt es natürlich wie immer im heutigen Video. Stört unbedingt den Like-Button, wenn ihr euch genauso sehr freut wie der nette Schleimi. Vor einigen Minuten hat Minecraft es endlich offiziell angekündigt, das sogenannte Cherry Blossom Biome inklusive neuer Bäume und auch Holzart wird Teil des Updates. Bevor wir uns weitere Screenshots anschauen, gucken wir einfach mal, was sie uns noch so Schönes im offiziellen Blogpost erzählt haben. Dort steht nämlich, bist du bereit für Minecraft 1.20, um ein seltenes und vor allem auch rosa Biom in die Oberwelt zu bringen? Du solltest es besser sein, denn das Kirschblütenbiom wird bald zu Java Snapshots und Betas und genauso auch zu den Previews kommen. Dieses wunderschöne Biom ist mit Kirschblütenbäumen gefüllt, die dem Horizont ein einzigartiges Aussehen verleihen, da ihre Kronen groß und flach sind, wie flauschige rosa Wolken. Oh nice. Kein Wunder, dass drei entzückende Mobs, Schweine, Schafe und auch Bienen, von ihnen angezogen werden und in diesem Biom erscheinen oder spawnen werden. Der Kirschbaum kann in ein komplettes Holzset zerlegt und in das neue Hängeschild, das auch in Minecraft 1.20 enthalten ist, verarbeitet werden. Sie können auch Kirschbaum-Setzlinge im Biom finden, sodass sie pflanzen können, wo immer sie auch möchten. Oh my goodness! Wow, also wirklich Freunde, ich habe mich extrem gefreut, als ich diese Nachricht schon vorab bekommen habe. Ein absolutes unerwartetes Minecraft-Feature, was Minecraft einfach nochmal zusätzlich in dieses Update sozusagen reinpackt. Und dann auch noch so ein wunderschönes wie das Kirschenblütenbiom. Also Wahnsinn. Ich hätte mich auch über das Wüstenbiom gefreut, bin ich ehrlich. Aber dieses Biom gibt das Ganze oder gibt dem ganzen Update nochmal, wie sagt man nochmal, die Kirsche auf der Torte. Ach komm, ihr wisst schon, was ich meine. Die Screenshots sprechen auf jeden Fall ebenso Bände und sind einfach atemberaubend schön. Und dies wird also ein sehr, sehr seltenes, beziehungsweise ein sehr seltenes oder eher selteneres neues Biom in der Oberwelt sein, das sowohl neue Bäume als auch eine komplett neue oder eher rosane Holzart mit sich bringt, was auch mal sehr nice ist. Aus diesem Holz kann man dann alle üblichen bekannten Blöcke und Items craften, wie man das Ganze halt immer schon machen konnte aus anderen Holzarten, wie auch die ganz neuen hängenden Schilder, die auch sehr, sehr sweet aussehen. Auch auf den Bildern zu sehen, wo sie gar nicht drauf eingehen, was mich gewundert hat, ist eine neue Blumenart, die auch Teil des Bioms sein wird. Diese Blumenart habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, dürfte, glaube ich, im Birkenbiom oder Birkenwaldbiom, was damals angekündigt wurde, beziehungsweise in der Konzeptart von damals auch schon dabei gewesen sein. Ihr könnt ja sehr, sehr gerne auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie sehr ihr euch über diese Nachricht freut oder gefreut habt. Würde mich mal sehr interessieren. Ich für meinen Teil bin echt extrem happy, so ein wunderschönes Biom auch in so einer rosanen Farbe endlich mal in Minecraft entdecken zu dürfen. Ich glaube, diese Baumart hat irgendwie etwas an sich, was sehr, sehr beruhigend und auch schön ist. Und allgemein so alle Sakura-Fans und so, das könnte auf jeden Fall sehr nice werden. Dieses Biom soll übrigens laut Blogpost auch schon sehr, sehr bald Teil des Snapshots und auch Betas werden. Laut meinen Informationen, die wir schon vorab bekommen haben, soll dies aber schon morgen der Fall sein und das zusammen mit der Archaeology und dem gestern auch angekündigten Sniffer direkt. Also diese drei Riesen-Features morgen im Snapshot. Übrigens, Roger Badgerman, also dieser Minecraft-Leaker, der eigentlich nur ein offizieller Entwickler sein kann, ich kann es mir nicht anders erklären, hat einen Screenshot der Sniffer-Pflanzen geteilt, die extrem nice aussehen. Also guckt mal hier, keine Ahnung, woher der Typ immer alle Handinformationen und vor allem auch Screenshots bekommt. Die haben wir noch nicht mal bekommen, aber das nehmen wir natürlich dankbar mit einer Kusshand auf jeden Fall an. Wir werden uns morgen dann ganz in Ruhe am Mittwoch, wie jedes Mal, ganz entspannt alle drei Features endlich mal in-game etwas genauer anschauen, worauf ich mich schon extrem freue. Eure Meinung ohne Gnade in die Kommentare. Gerne abonnieren, um alles weitere nicht zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.